Nächstes am Wort Carmen Schimanek von der FPÖ. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Außenminister, wenn er mir auch ein Ohr schenkt. Werte Kolleginnen und Kollegen, die Berichte über die Massenvergewaltigungen im Kongo sind so alarmierend wie schrecklich. Und wie auch schon im Entschließungsantrag erwähnt, ist sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder ein Bestandteil der Kriegsführung in vielen aktuellen Krisengebieten. Auch gegen die Regierung im Südsudan erhebt die UNO schwere und massive Vorwürfe. Die Auflistung einzelner Vorwürfe ist kaum zu ertragen. Kinder und Menschen mit Behinderung werden lebendig verbrannt. Soldaten vergewaltigen systematisch Frauen und töten gezielt Zivilisten. Zu Syrien werden wir heute in der Menschenrechtsdebatte noch einen gemeinsamen Antrag der Frauensprecherinnen einbringen, weil es uns auch hier wichtig ist, Frauen und Kinder auf der Flucht zu schützen. Und hier ist wirklich großer Handlungsbedarf. Deshalb, Herr Minister, unterstützen wir die Forderung, dass Sie sich auch weiterhin aktiv für den Schutz für Frauen und Kinder in Krisenregionen einsetzen. Und auch auf allen Ebenen dafür eintreten, dass die Resolution der Vereinten Nationen nachprüfbar umgesetzt wird. Diese Resolution fordert ja die UN-Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflichtung zur strafrechtlichen Verfolgung von Tätern nachzukommen und stellt auch in Aussicht, im Rahmen länderspezifischer Sanktionen auch Sanktionen gegen Konfliktparteien zu prüfen. Und der UN-Sicherheitsrat, die Frau Kollegin Muttinen hat es ja schon angesprochen, hat jetzt auch eine strengere Maßnahmen zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt durch Mitglieder von UN-Friedensmissionen beschlossen, nachdem ja jetzt auch Vorfälle bekannt geworden sind, dass UN-Soldaten auch Missbrauch begangen haben. Und ich muss es hier an dieser Stelle sagen, ich finde es wirklich schändlich, wenn Soldaten, die zum Schutz für Frauen und Kindern in die Krisenregionen geschickt werden, dann selbst zu Tätern werden. Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren, und deshalb unterstützen wir auch diesen Antrag. Danke. Frauen und Kinder in Krisenregionen und auf der Flucht müssten besser geschützt werden, fordert Carmen Schimanek von der FPÖ. Als nächstes